Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video für dich, wo ich dir einfach so ein bisschen meine Erfahrung mitteilen möchte, wo ich einfach das, was ich im Internet recherchiert habe, weitergeben möchte, weil ich einfach gemerkt habe, als ich auf der Suche war nach diesem Video, dass es das nicht gibt. Also wenn du Bock drauf hast, 5 Inhaltsstoffe in Kosmetik herauszufinden, die man in der Schwangerschaft besser nicht verwenden sollte, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Falls du neu auf diesem Kanal sein solltest, weil ich glaube, dass diese ganze Schwangerschaftsthematik für meine komplette Community und auch für super viele andere Leute da draußen interessant sein könnte, fände ich das cool, wenn du auch ein Teil meiner Community werden würdest und hier auf den Abo-Button klickst. Ich würde mich mega drüber freuen, meine Community wird sich vergrößern und wir würden einfach zusammen ein bisschen Spaß haben. Ja, und ich habe vor ein paar Wochen angefangen, im Internet zu recherchieren, welche pflegende Kosmetik ich jetzt einfach noch verwenden darf, welche ich besser nicht verwenden sollte und worauf ich achten sollte. Weil mir ist durchaus bewusst, dass meine Haut schon vor der Schwangerschaft sehr sensibel und sehr trocken war. Und ich habe einfach von Freunden und Familienangehörigen gehört, dass die Haut noch sensibler und noch trockener wird in der Schwangerschaft. Und da wollte ich halt einfach wissen, was ist denn nur gut für mich? Was ist gut fürs Baby? Was soll ich jetzt beachten? Und da habe ich bei super vielen Krankenkassen Sachen gefunden, in Foren habe ich Sachen gefunden und die möchte ich jetzt in diesem Video zusammentragen und habe mich dann wirklich auf 5 Inhaltsstoffe beschränkt, die ich euch hier vorstelle. Ich habe hier auch Timestamps reingepackt, da kannst du weiterhüpfen oder dir einfach einen Überblick verschaffen. Falls du ganz schnell irgendwie die Infos brauchst, stehen die 5 Sachen auch aufgelistet einfach in der Infobox. Ne? Easy peasy Sonnenschein. Das Ding ist halt auch, dass ich Kooperationen mit Kooperationspartnern habe und die dann auch direkt gefragt habe. Mensch Leute, wie sieht's aus? Ich bin schwanger, welche von euren Produkten sollte ich jetzt eher nicht verwenden? Und da muss ich wirklich sagen, dass meine Kooperationspartner da super schnell offen mit mir auch kommuniziert haben und mir gesagt haben, Claudi, bitte am besten auf das und das verzichten, dafür lieber das und das verwenden. Also das muss man wirklich sagen, geile, geile Kooperation von den Leuten. Da spreche ich von Beautymates, von Dalton und von Yepoda. Das ist jetzt bewusst, dass ich die alphabetisch genannt habe, denn ich liebe sie alle drei und ich verlinke euch die lieben Leute auch in der Infobox und ich müsste auch aktuell zu allen von den dreien einen gültigen Rabattcode haben. Also falls ihr euch für pflegende Kosmetik interessiert, schaut gerne bei den drei Hübschen vorbei, denn die haben mir wirklich geholfen, tatsächlich, ne? So, ach so, was auch super wichtig ist, ich bin keine Hautärztin, ich bin keine Frauenärztin. Bitte Leute, immer freundlich bleiben, denn ich weiß gerade, was so Inhaltsstoffe und so über Inhaltsstoffe reden angeht und so, das ist immer ein super schwieriges Thema. Fragt mich nicht warum, deswegen lasst uns da konstruktiv miteinander umgehen. Alles, was wir auf unseren Körper draufgeben, kann natürlich unter Umständen in unseren Körper hineingelangen. Entweder indem wir das einatmen, wenn das irgendwelche Duft oder irgendwelche verdunstenden Sachen sind, gerade wenn du es im Gesicht aufträgst und das halt nicht abwäscht, sondern das auf dem Gesicht verbleibt, ne? Das ist halt bei Reinigungsgeschichten, die du nachher direkt abwäscht, eine andere Geschichte als bei einem Produkt, was du wirklich direkt drauf lässt, ne? Dann ist es halt auch noch so, also wie gesagt, es kann durch die Haut, durch die Atemwege reinkommen und dann halt auch irgendwann nach unten Richtung Baby kommen. Das heißt, es kann nicht nur der Mama schädigen, sondern auch dem Baby. Ich habe mir so ein bisschen auch was dazu aufgeschrieben, inwiefern das angeblich schädigen könnte. Ne? Das ist jetzt, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Durch hormonelle Schübe und Überpigmentierung werden wir dazu verleitet, die Produkte verwenden zu wollen, die wir besser nicht verwenden sollten. Das ist halt auch noch so eine Sache. In der Schwangerschaft habe ich selber gemerkt, ich kriege auf einmal Wumm Sommersprossen. Meine ganzen Muttermale kommen direkt so boom, richtig krass hervor. Ich versuche mich jetzt in diesem Video aber vor allem auf die Gesichtshaut zu beschränken. Ich fange mit einem Produkt an, was ich eigentlich liebe, beziehungsweise mit einem Inhaltsstoff. Und zwar rede ich von Retinol. Retinol ist eigentlich der Anti-Aging-Wirkstoff überhaupt, denn Retinol ist ja quasi Vitamin A-Säure, also es ist auch wieder eine Art von Säure, was uns natürlich, wie ich eingangs erwähnt habe, schon direkt auffallen sollte, Säure in unserem Gesicht, was durch die Schwangerschaft
per se schon so ein bisschen sensibler geworden ist, ist ein bisschen schwierig, ne? Dementsprechend würde ich dann da schon direkt so eine kleine Antenne anstellen. Und hier habe ich exemplarisch den Retinol Use Booster von Beauty Mates. Sollten wir aber in der Schwangerschaft darauf verzichten, weil die Haut von uns Mamas oder von der Mama an sich da halt super intensiv drauf reagieren kann, weil es ist ja auch ein leichtes Peeling, ne? Also alles, was mit Retinol zu tun hat oder was mit Vitamin A zu tun hat, ist eine leichte peelende Geschichte. Das heißt, die Haut wird etwas abgetragen, sie wird verletzt, in Anführungsstrichen, mikromäßig, ganz, ganz wenig, aber trotzdem. Und da kann die Haut überreagieren. Das heißt, wir können da halt, ja, wie auch immer, Rötung, Entzündung, was auch immer von tragen. Das ist halt nur das Optische, was die Mamis betrifft. Viel schlimmer finde ich eigentlich das, was ich fürs Baby herausgefunden habe. Und zwar kann das der Leber halt schädigen. Das meiste, was halt im Internet steht, ist halt auch darauf zurückzuführen, dass das irgendwie ausprobiert worden ist in Versuchen, wo halt super viel Vitamin A zugeführt worden ist. Und das dann halt wirklich extrem überdosiert worden ist. Oder jeder Inhaltsstoff halt, ne? Also solltet ihr das gegebenenfalls so ein bisschen verwendet haben, habe ich ja auch am Anfang meiner Schwangerschaft, weil ich nicht wusste, dass ich schwanger bin, kann man auf jeden Fall sich merken, Retinol, Vitamin A, ist ja ein Anti-Aging-Wirkstoff. Und da wir ja gerade dafür sorgen wollen, dass wir Leben entstehen lassen, möchte man ja nicht gegen das Altern, sondern eher für das Altern agieren. Alternativ sollte man die Vitamine C, E und Q10 verwenden. Also die haben zwar nicht eine super krasse Anti-Aging-Wirkung, sind aber alternativ während der Schwangerschaft und Stillzeit dann eine ganz gute Alternative als leichter Anti-Aging-Wirkstoff. Ja, auch BHA ist so eine Sache, ne? Die Salicylsäure. Ich merke selber, ich bekomme Unreinheiten ohne Ende, weil die kriegt man natürlich auch unter anderem, hier ist es ja immer so unser Darm, der sich da widerspiegelt, ne? Ja, das Baby breitet sich unten aus. Gerade ist mein Baby so groß wie eine Feige, aber mein Bäuchlein wächst ja auch so ein bisschen, ne? Und das drückt auf den Darm. Der Darm hat dann ein bisschen Probleme und das äußert sich bei uns im Gesicht mit Pickeln. Ist klar. Und die würde man am liebsten bekämpfen. Da würde ich am liebsten Säure wie immer draufpacken und sie halt wegmachen. Jetzt gerade besser nicht. Denn Salicylsäure kann natürlich auch, weil es wieder eine Säure ist und halt wieder so eine peelende Geschichte ist, dazu führen, dass die Haut gereizt wird. Wollen wir nicht. Und ja, hier habe ich einfach alternatives Gut, exemplarisch von Balance Me, das BHA Exfoliating Concentrate, würde ich jetzt liebend gern verwenden, darf ich aber gerade halt nicht, ne, bitter not. Was aber noch schlimmer ist, ist das, was das Baby davon tragen könnte, und zwar kann das Herz und Nieren schädigen, und das wollen wir alle nicht. Was man halt alternativ verwenden kann, wäre eine Milchsäure. Milchsäure ist ja eigentlich immer so diese Einsteigersäure, die man nehmen kann, wenn man halt so ein Peeling machen möchte. Das ist eine sehr milde Geschichte und auch das sollte in der Schwangerschaft kein Problem sein. Dementsprechend ist das quasi eine gute Alternative zu unserer geliebten Salicylsäure. Noch so ein Peeling habe ich hier, was wir auch sehr gerne mögen, und zwar AHA. Hier ist AHA und BHA sogar drin enthalten, die Peeling-Maske von eCooking. Auch die würde ich gerade so gerne verwenden, aber darf ich nicht, tue ich auch nicht. Also better not, ne? Ja, hier haben wir halt auch wieder Überreaktion der Haut, wollen wir vermeiden. Und natürlich, was auch bei den Säuren der Fall ist, die Haut wird ja auch noch trockener bei den schwangeren Menschen, bei den Schwangeren wie mir. Und sowas trocknet ja auch die Haut aus, und das hatte ich auch zeitweise, dass ich hier eine sehr, sehr trockene Kinnpartie hatte. Dementsprechend will ich nicht. Ich habe sowieso eine trockene und sensible Haut, jetzt noch intensiver. Wenn ich das jetzt verwenden würde, heide nein, da wird mein Gesicht aussehen wie die Wüste Gobi überhaupt, und dementsprechend verzichte ich da besser drauf. Wie gesagt, bei mir kann das halt einfach so eine Überreaktion verursachen. Beim Baby ist es viel schlimmer. Oder soll es angeblich viel schlimmer sein? Rippen und Wirbelsäule kann das schädigen, ne? Deswegen verzichte ich da einfach mal besser drauf. Oder halt bei der Entwicklung kann es dazu führen, dass Babys im Mutterleib, dass da die, ne, nicht so richtig gut entwickelt werden. Wie hier auch, ne, wieder, vorsichtig Leute, es kann sein, muss aber nicht, ne? Genau, und hier ist halt alternativ so ein Enzympeeling eine ganz gute Geschichte, die man verwenden kann. Das ist halt auch eine sehr milde Geschichte. Bei diesem Produkt oder diesem Inhaltsstoff war es natürlich super traurig, aber sofort, als ich gehört habe, dass ich schwanger bin, habe ich es absetzen müssen. Hormonell wirksame Inhaltsstoffe, wie hier zum Beispiel bei dem Wimpernserum von Grande Lash MD, sind absolut tabu. Es ist sowieso eine etwas umstrittene Geschichte schon in der Zeit, wenn man nicht schwanger ist. Das ist immer so eine kleine Diskussion zwischen vielen Menschen in
in vielen Foren habe ich immer wieder gelesen, da ist halt das Thema, dass es sowieso außerhalb der Schwangerschaft schon die Haut reizen kann. Ne? Da kennt man das oft, dass Leute dann hier so einen roten Eyeliner-Strich quasi haben. Ne? Das kann das Augenlid trüben und all so ein Kram. Da hört man ja die schlimmsten Horrorgeschichten drüber. Ich liebe es trotzdem. Also wenn ich nicht mehr schwanger bin und nicht mehr stille, werde ich es auch safe wieder verwenden. Aber ja, hormonell wirksame Inhaltsstoffe sollten nicht verwendet werden, weil das ja natürlich wieder Hautreizung, da sind wir auch wieder bei der sensiblen Haut, die wir haben. Und beim Kind ist es natürlich so, dass die natürliche Entwicklung gestört werden kann. Das ist uns allen bewusst, glaube ich. Ne? Und deswegen sollte man auf hormonell wirksame Inhaltsstoffe in solchen Produkten halt verzichten. Zum Beispiel dann auf Rizinusöl umsteigen. Das habe ich gemacht, das habe ich ja sonst auch immer schon in Kombination verwendet. Ne? Rizinusöl ist jetzt nicht so, dass es das Wachstum anregt, sondern es macht einfach es pflegt die Haare. Also das mache ich mir dann immer auf die Längen meiner Wimpern, aber jetzt mittlerweile auch so ein bisschen auf den Ansatz. Ne? Und das hilft mir auch tatsächlich sehr gut. Kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Da gibt es tolle Rizinusöle und auch sehr, sehr günstige Sachen tatsächlich. Kriegt ihr alle bei Amazon. Verlinke ich euch gegebenenfalls auch mal in der Infobox, wenn ihr möchtet. Und ja, habe ich auch gesagt. Ne? Genau. Ach so, das, was ich dazu noch sagen wollte. Hormone vom genauen Wortlaut her nennt sich das Prostaglandine. Wenn ihr so auf Inhaltsstoffe achtet und euch die Inhaltsstofflisten durchliest, ist es im Prinzip bei den Produkten oder den Inhaltsstoffen, wo in dem jeweiligen Inhaltsstoff Prost drin steht. Also zum Beispiel bei dem Granulash ist es auch irgendwo in einem Wort, dass da ein Prost mit eingebaut ist. Also Prost im Sinne von Prost, Leute, ne? Kann man sich eigentlich ganz gut merken, so als Eselbrücke. Und ja. Das ist schade, Schokolade. Vor allem, weil das ja auch, glaube ich, ja 12 Monate haltbar nach Anbruch. Und ich habe das Ende letzten Jahres, glaube ich, angebrochen. Werde ich weitergeben an eine Freundin. Die wird sich hart drüber freuen, denke ich mal. Weil das ja eigentlich sagt teuer ist, ne? Aber gut. Ne? Ja, so viel dazu. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Produkt, auf das ich jetzt verzichten werde. Was natürlich auch etwas schwierig ist in Bezug auf, ja, wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade in Korfu und ich werde aussehen wie sehr weiß, weil ich halt vorher keinen Selbstbräuner verwenden konnte, weil man das besser nicht sollte in der Schwangerschaft. Da habe ich hier von Beauty Mates den Selbstbräuner Booster, der ist eigentlich so für das Gesicht gedacht gewesen. Aber das bezieht sich jetzt hier, dieser Punkt, auch auf die ganzen Spray- und Schaum-Selbstbräuner, die du für den Körper verwendest. Also da habe ich jetzt Gesicht und Körper mal zusammengenommen, weil man ja auch das Gesicht bräunt so, ne? Und ja, da ist halt das Problem, zum einen, wenn du es einatmest, da ist halt nicht so ganz bewiesen, ist es jetzt schädigend, ist es nicht schädigend, und das ist eben das Problem bei Selbstbräunern. Das Produkt an und für sich ist noch nicht so lange auf dem Markt überhaupt, dass es Langzeittests darüber gibt. Dementsprechend wird in so vielen Foren und bei so vielen Beiträgen einfach per se davon abgeraten, die zu verwenden. Und auch hier sagte Beauty Mates mir, haben wir nicht genug Studien drüber, verzichte da lieber drauf. Und das finde ich einfach ehrlich, offen und cool von denen. Deswegen verwende ich den Selbstbräuner Booster halt einfach in meiner Schwangerschaft nicht und generell auch keine Selbstbräuner an meinem Körper. Lebe dann einfach damit, dass ich einfach weiße Beine habe. Ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Und ja, also du kannst halt dadurch, das habe ich mir auch aufgeschrieben, andere Verfärbungen bekommen oder andere Hautreaktionen, als du sie normalerweise gewöhnt bist, weil du hast ja diese Überpigmentierung generell schon durch die Schwangerschaft. Und wenn du dann noch einen Selbstbräuner verwendest, weiß man halt nicht genau, wie die Haut darauf reagiert. Selbstverständlich sollte man auch auf das komplette Sonnenbaden, jedenfalls dieses exzessive Sonnenbaden, verzichten in der Schwangerschaft und halt einen richtig guten Lichtschutzfaktor verwenden, weil die Sonne uns jetzt, also wir sind ja noch empfindlicher, wir neigen ja noch mehr zur Überpigmentierung, das heißt, es können sich dementsprechend auch Pigmentflecken bei uns entwickeln. Die ganze Geschichte ist jetzt nicht schädigend fürs Baby oder so, weil das Baby freut sich eigentlich über Wärme und Vitamin D und so ein Kram, alle eigentlich total klasse. Aber unsere Haut jetzt nicht unbedingt. Also das ist dann eigentlich eher so für Selbstschutz. Das heißt, während der Schwangerschaft einfach darauf verzichten, wie ein Toastermensch rumzulaufen, sondern einfach die noble Blässe akzeptieren, wie sie ist, und sich damit wohlfühlen. Wie eingangs schon erwähnt, nichts muss, alles kann. Also es ist durchaus möglich, dass ihr diese Produkte halt auch während der Schwangerschaft 1a verwenden könntet. Sprecht da am besten mit eurem Frauenarzt, Frauenärztin, mit eurer Hebamme, mit eurer Hautärztin oder eurem Hautarzt drüber. Ne? Also das sind eigentlich so die Leute, die Fachleute dafür sind, die euch da eine kompetente Beratung geben können.
Cool finde ich es halt, wenn wir uns in den Kommentaren so ein bisschen austauschen könnten. Wie gesagt, konstruktiv, Leute, das ist immer super wichtig. Und dass wir da einfach unser geballtes Wissen einfach mal zusammenbringen können, dass ihr vielleicht da einfach Ergänzungen zu diesem Video mit reinschreibt, dass jeder, der dieses Video schaut und sich für das Thema interessiert, auf jeden Fall auf diesem Gedönsen hier seine Fragen beantwortet bekommt. Ich fände es cool und würde mich dann jetzt mal verabschieden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... Ich nehme mal die Hauls, ja komm. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!